Ja, Freunde, ich bin mal jetzt mal wieder da. Ja, heute ist Tag der Deutschen Einheit. Was ich mich auch freue darüber, dass es soweit ist, dass es jetzt mal ein Deutschland gibt. Ja, das mit diesem Video will ich mir mal eins sagen auch. Heute sind Tausende in Berlin. Ich kann leider nicht dabei sein, weil ich heute Abend 22 Uhr wieder losfahre. Daher, wegen arbeitstechnischen Gründen, kann ich leider nicht. Mit diesem Video appelliere ich auch an alle meine Landsleute. Wie ihr seht, habe ich auch da hinten eine türkische Flagge. Also ich bin auch stolz, ein Türke zu sein. Ich bin auch stolz, aber in Deutschland zu sein, was ich schon mal erwähnt habe. Also an alle Ausländer und an alle meine Landsleute. Habt den Mut, sagt, was ihr denkt. Das betrifft auch uns. Was diese Merkel-Regierung zurzeit hier abzieht und allgemein diese ganze Regierungen, was hier läuft, die Altparteien, helft mit, macht mit. Wir sind jetzt in der Pflicht, unseren deutschen Freunden auch zu helfen. Und zwar kann ich euch auch sagen, warum. Ich gehöre zu der ersten Generation. Als wir nach Deutschland kamen, war Deutschland schon aufgebaut. Das weiß auch jeder von euch, das kann auch keiner abstreiten. Denn ihr seid alle gekommen, da habt ihr schon ein Dach über den Kopf gehabt. Also, wir Ausländer haben nur eins mit aufgebaut, und zwar die Wirtschaft. Wir haben die Arbeitskraft, mit unserer Arbeitskraft haben wir die Wirtschaft mit aufgebaut. Darum ist es auch unser Recht, jetzt mit unseren deutschen Freunden auf die Straße zu gehen und gegen diese Einbürgerungspolitik, diese Migrantenpolitik dagegen zu halten. Ihr habt alle Kinder, ihr habt alle Frauen, Geschwister, Brüder, alles Mögliche. Es ist auch euer Zukunft hier in Deutschland, es ist auch euer Wohl. Deswegen müssen wir jetzt helfen, unsere deutschen Freunde helfen, damit das alles mal ein Ende hat. Wir Türken und wir Ausländer haben dieses Land mit aufgebaut. Darum haben wir das Recht, jetzt mit unseren deutschen Brüdern und Schwestern auf die Straße zu gehen und zu kämpfen. Wie der Erdogan da war, habt ihr alle türkische Flaggen gezeigt, diese da oben. Ja? So. Jetzt ist es Zeit, dass wir die türkische Flaggen mit den deutschen Flaggen zusammen auf die Straße bringen. Und auch Merkel und Co. sagen, dass auch wir gestört sind, dass auch wir Angst haben, dass auch wir um unsere Kinder kämpfen. Und wir müssen beweisen, dass nicht alles, die auf die Straße gehen, rechts sind, sondern das sind alles Bürger wie du und ich. So, und jetzt auch an die Rechten, die möchte gern Rechten, die Nazis, die es ja auch gibt, zwar nicht viel, aber gibt. Ja. Ich will euch mal was sagen. Ich frage mich nur, wieso ihr alle so gegen die Türken sind. Die Türken haben doch euch geholfen damals. Die Türken waren doch da im Zweiten Krieg. Die Türken waren doch euer Verbündete. Also was soll der Scheiß? Warum zieht ihr nur über die Türken her? Ja? Obwohl wir euch geholfen haben. So, Thema beendet. Jetzt, wie gesagt, wir müssen jetzt wirklich durchziehen. Alle Ausländer, ich appelliere hier an alle Ausländer, die sich in Deutschland wohlfühlen, die sich in Deutschland Existenz aufgebaut haben, die in Deutschland ihre Steuern bezahlen und die in Deutschland leben. Viele von euch haben auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Somit seid ihr Deutsche, laut Gesetz Deutsche. Es kann sein, dass ihr im Herzen hier drinnen noch nicht eingedeutscht seid. Das ist euer Problem. Aber auf dem Papier seid ihr Deutsche. So, ihr habt euch damals für diesen Schritt entschieden. Jetzt steht auch dazu. Jetzt geht auf die Straße. Ich fordere euch alle auf, egal welche Nationalität, nehmt eure Flaggen, geht mit raus, stellt die neben den deutschen Flaggen und kämpft mit den deutschen Brüdern und Schwestern. Ich sag's noch einmal, für dieses Land, für unsere eigene Ruhe. Ja, ich würde noch so viel sagen wollen, aber wie gesagt, ich kann ja nicht das Facebook voll machen mit den ganzen Videos. Ich sage nur eins, gib mir einen Mikrofon und ich sage der ganzen Politik, was ich denke. Klar, es ist auch eine Zeitsache, man muss ja auch arbeiten gehen.
Und als LKW-Fahrer ist es leider so, wir füllen die ganze Regale, die ihr am nächsten Tag braucht. Das heißt, wie zum Beispiel bei mir, ich fahre heute 22 Uhr los, dass morgen früh die Regale in ganz Deutschland wieder gefüllt sind. Das mache nicht nur ich, das machen tausende Kollegen von mir. Zeitlich ist halt so ein Problem, das lässt sich nicht ändern, arbeiten müssen wir gehen. Aber ich bin trotzdem da. Und jede Zeit, jede Möglichkeit, jede Gelegenheit werde ich nutzen, um mitzukämpfen. Und ich sage es noch einmal, ich bitte alle meine Landsleute, die so denken wie ich, auch andere Ausländer, die so denken wie ich, mit auf die Straße zu gehen. Wir müssen was unternehmen. Sonst ist unser Deutschland, also dieses Deutschland, wo ihr damals hergekommen seid, wo ihr aufgenommen worden seid, dann ist dieses Deutschland nicht mehr. Ist leider so. Deswegen alle mit auf die Straße. In diesem Sinne freue ich mich auf euch alle. Ach ja, ein großer Dank an alle, die bei den Demos mitmachen, mitziehen. Zieht die Scheiße durch. Lasst euch nicht von den Medien, von Politikern abhalten. Und wenn sie euch Nazi beschimpfen, dann seid ihr eben Nazis. Ich kann es bestätigen, dass in meinem Gebiet, wo ich wohne, keiner von denen, die auf der Straße gehen, irgendwelche Nazis sind. Die haben genauso Angst um ihre Kinder wie ich. Mit dem Unterschied, die gehen auf die Straße. Ich kann es im Moment nicht durch meinen Beruf. Ja, ich wende dann nur das Wochenende. Ansonsten geht es wirklich nicht bei mir. Aber ich freue mich auf alle. Zieht euer Ding durch. Ich bin da definitiv da. Und jetzt noch ganz Wichtiges. Und wenn es wirklich hart auf hart kommt, richtig brenzlig wird, dann scheiße ich auf den Job. Dann gehe ich raus auf die Straße und kämpfe, wenn ich mit meinen Fäusten kämpfen muss. Das mache ich. Und eins garantiere ich euch jedem. So schnell kriegt mich keiner unter. Da könnt ihr Gift nehmen. Da könnt ihr mir raus die Nazis schicken. Da könnt ihr mir raus die Linken schicken. Es ist mir scheißegal. Diese Fäuste, die können sich wehren. Es geht nur um mein Land, um dieses Deutschland, um meine Kinder, um meine Freunde. Mehr sage ich dazu nicht, aber ich bin da, wenn ich gebraucht werde. In diesem Sinne, tschüss Jungs, macht's gut, ihr seid die Besten. Ja, jetzt mache ich aus.